Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und ja, wir sind immer noch in dieser wunderschönen, idyllischen Welt hier unterwegs. Eine Raupe. Ja. Und sammeln gelbe Würfel. Und gerade eben haben wir sogar einen blauen gefunden. Eine Raupe. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da rüberkommen. So nicht, so auch nicht. Versuchen wir es am besten so. Okay, jetzt gucken wir erstmal in diese Tür hier. Die scheint verschlossen, aber da oben ist eine Bombe. Hm. Okay, und auf der anderen Seite von der Tür ist ein Käse. Ist ein Würfelstück. Ja, die sehen wirklich aus wie Käsestücke irgendwie. Hüpf. Und Bombe schnappen. Und ja, die Bombe respawnt sogar. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auf die andere Seite. Jetzt kommen wir hier nach oben nämlich. Hui. Das war Glück. Festgehalten. Wir hätten gar nicht die Bombe gebraucht. Wir hätten auch so durchglitschen können. Naja. Und hopp. Mal kurz auf die Karte gucken. Es gibt sogar noch einen Weg weiter. So. Es fehlt uns nur noch ein Stück. Hier rüber hüpfen und hier hochklettern. Der Raupe Hallo sagen. Uns kurz hier umgucken und dann hier durch diese Tür. Schon wieder ein neues, ziemlich großes Gebiet. Hä? Von dem geht es auch weiter. Dort gibt es sogar einen Schatz. Aber da haben wir alles abgeschlossen. Da ist alles golden. Hm. Ja, ist doch schön. Okay. Erstmal an den daran. Und damit ist unser Würfel wieder komplett. So. Jetzt haben wir schon den dritten Würfel. Du hast vier Würfel gesammelt. Ja, weil der blaue mitzählt. Jetzt kannst du die Tür öffnen, die wir vorhin gesehen haben. Du weißt schon, die Tür direkt vor deinem Dorf. Ja, könnten wir theoretisch. Aber wir sind hier ja noch nicht fertig. Wir sollten hier wirklich alles erkunden und mitnehmen. Hier gibt es noch eine Tür, die führt noch eins weiter, aber das lassen wir jetzt erst einmal. Wir klettern lieber hier und hier sieht man wieder, wie gut sich der Perspektivenwechsel auswirkt. Wenn wir nämlich jetzt hier hochklettern, sind wir hier drüben. Wow. Man sollte es aber allerdings auch ein bisschen drauf haben mit dem Perspektivenwechsel. Sonst passieren solche Ungeschicke. So, und dann können wir hier weiterklettern. Da müsste es theoretisch irgendwo einen Weg nach oben geben. Oder auch nicht. Ah, das war knapp. Hier hoch. Schon verstanden. Nein, so nicht. Ich krieg das schon hin. So nämlich. Da oben ist nämlich noch eine Truhe. Die ich ungern stehen lassen möchte. So, und jetzt drehen wir uns auf die richtige Seite der Truhe und öffnen sie. Und wir finden einen Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Jetzt habe ich gedacht, wir hätten hier alles. Ach nee, wir müssen ja erst noch durch die Tür durch. So, dafür geht es erstmal wieder hier runter. Hier an der Liane festhalten und durch diese Tür durch. In das nächste Gebiet da hinten. Ich hoffe mal, das war's jetzt dann aber mit den großen Gebieten in diese Richtung. Nein, war es nicht. Hopp. Na, erstmal hier umsehen.
Hops und hops. Hier rüber und hier runter. Genau. Hier gibt's nichts. Also kann man auch durch Türen gehen, da wird automatisch gedreht. Also kommen wir nicht da hoch. Aber so rum kommen wir da hoch. So. Hopp. Das war knapp. Und wieder zurück. Wie geht's denn weiter? Da hoch kommen wir nämlich nicht. Ups. Da hoch kommen wir auch nicht. Wir müssen wohl von da aus. Weiter irgendwie. Nein. Das war falsch. Hier auf jeden Fall wieder hoch. So. Ah. Das könnte es natürlich auch sein. So. Noch ein Stück, Nummer 4. Und da oben haben wir sogar einen ganzen Würfel. Nein, hier wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Dadurch. Dann geht's hier hoch. Die Einzelteile haben wir schon mal eingesammelt. Jetzt würde ich aber nur noch gerne wissen, wo die Tür ist in das andere Gebiet. Gucken wir mal kurz uns um. Hier ist keine. Hier ist auch keine. Hier ist auch kein Gebiet irgendwo hinten zu sehen. Okay. Dann sammeln wir jetzt einfach mal den großen Würfel hier ein. Da freut sich Gomez natürlich wieder. Ein Keks. Sieh mal. Ein kleines Tor. Kleine Chore könnte ich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen. Aber sie funktionieren nur in einer Richtung. Ja, will ich schon zurück? Das ist die gute Frage. Da ist nur das Gebiet, von dem wir kommen. Ist hier irgendwo ein Gebiet zu sehen? Da schaut mal einer an. Wie konnte ich das denn übersehen? Irgendetwas hindert mich nicht daran, in diesem Bereich die Perspektive zu wechseln. Ich könnte wetten, dass ich an diesem totenähnlichen Ding da drüben. Totemähnlichen. Ja, das muss es sein. Genau, denn hier sind wir nochmal in einem neuen Bereich. Und hier ist das Perspektivenwechsel eben nicht möglich. Ich versuche gerade mit A und D die Perspektive zu wechseln, aber es geht einfach nicht. Und hallo Eichhörnchen. Hallo Vogel. Hopp. Und hops. Hier müssen wir die Perspektive halt, wie er sagt, mit den Totems ändern. Hallo nochmal Vogel. Oder anderer Vogel. Okay, auf das Totem kommen wir so direkt nicht drauf. Dann drehen wir es mal. Genau, jetzt können wir nämlich die Perspektive ändern. Wir können so vielleicht mal versuchen, an den Würfel da oben zu kommen. Genau. So, noch ein Stück. Jetzt gucken wir uns mal kurz nach da unten um, weil da unten ist auch noch ein Würfel. So. Aber ansonsten ist hier unten nichts. Sondern wir müssen erst wieder nach da oben. Baller.
Komm. Kurze Sprünge. Ich mag das in Jump'n'Runs nicht, wenn man schnell hintereinander springt und der zweite Sprung so kurz wird. Macht halt auch Sinn, man muss mit Anlauf springen. Schwung reinzukriegen. So. Wieder festhalten und dann können wir drehen. Gucken wir uns erst einmal hier um. Hier ist soweit nichts zu sehen. Dann halten wir uns wieder fest und drehen zurück. Gibt es hier noch was Interessantes außer der Tür? Nö. Dann geht es hier durch die Tür weiter. Und wieder ein Rätselort. Okay. Erst einmal schnappen wir uns den da. Und bringen den nach oben. Ich habe nämlich so eine kleine Vermutung, was man hier machen muss. So. Gucken wir mal. Ja, genau. Du kommst mal mit. Du gehörst nämlich, so wie das aussieht, hier rein. Genau. Du gehörst nicht da rein, aber du gehörst da rein. Genau. Da gehörst du da oben rein. Du gehörst da rein. Das sieht man schon an diesen Symbolen. Man muss nur gucken, dass die Linien richtig stimmen. Und du gehörst hier rein, hä? Und wieder ein Geheimnis gelüftet. Genau, da oben ist nämlich wieder ein blauer Würfel. Ups. Und blauer Würfel. Jawohl, da freut sich Gomez. Jetzt haben wir schon 6 Würfel insgesamt. Von 64. Also ein Zehntel. So, jetzt können wir wieder hier zurückgehen. Wieder in das Gebiet hier. So. Und wie stand denn das Ding? Stand so, glaube ich. Jupp. Oder auch nicht. Mist. Tülülü, tülülü. Sprünge mit Anlauf. Hopf. Und hüpf. Nein. Nein. Da muss es so gestanden haben. Und Tatsache, so war es auch. So, wie man sehen kann, haben wir hier alles erledigt. Also können wir wieder in Richtung Glockenturm zurück. Beim Glockenturm gibt es ja noch ein Geheimnis. Ein Secret. Aber erst einmal nehmen wir das Portal dahin. Kleines Tor, ja, ja. Ich muss mich dran gewöhnen mit... Ah ja, so kommt man rein. Einfach die nach oben Taste drücken und wusch. Werden wir Stargate-mäßig weggebeamt. Und müssten wieder, genau, hier beim Ausgangspunkt sein. Hier geht es nämlich wieder zurück in die Nexus. Hier geht es zum Glockenturm und dann können wir uns ja mal die anderen Gebiete ansehen. Hier. Bevor wir hier weitergehen in die anderen beiden großen Gebiete. Können wir mal etwas näher ranzoomen.
Ich denke mal, bevor wir dann in die Gebiete gehen, also ich werde jetzt erst einmal hier alles clearen. Einen Zweig habe ich ja schon größtenteils geclearet. Außer die beiden, die Bereiche hier. Die sind ja miteinander verbunden, so wie es aussieht. Aber die Bereiche, den Bereich da oben. Gucken wir mal, dass wir alles soweit finden. Und dann werde ich erst in die beiden vorstoßen, nachdem ich nochmal im Dorf war. Okay. Dann würde ich aber mal sagen, gibt es hier erst einmal wieder. Erstmal gehen wir wieder zum Glockenturm zurück. Genau. Und dann werde ich hier. Gommes, Vorsicht. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher sind böse. Ohne das Hexaedron wird die Welt instabil. Man kann den Weltraum nur ein paar Mal falten, bevor er Risse bekommt. Also ja, schwarze Löcher sind böse. Wenn wir reinspringen, werden wir ins Nichts gesogen und sind tot. Aber gut, das soll's für diese Folge sein. Bis zum nächsten Mal.